Ich bin wirklich endlos begeistert von der Schönheit und der Eleganz, dem Mut. Das ist auch ein kleines bisschen keck. Verstehst du? Ja, ich auch nicht. So, wir sind schon 7. Haltestelle und haben nicht mal die Hälfte geschafft, würde ich sagen. 8. 9. 10. 11. Naja, ich war mit 20 relativ nah dran. 13. Aber, wenn man jetzt die Rücktour noch dazu berechnet, sind es ein paar mehr. Über 20. Du kannst gar nicht rechnen, Alter, deswegen sagst du ein paar mehr. Ich hab dich voll geschaut, ey. Ja, du hast es geschafft, Kevin. Ich entschuldige mich bei allen, die Kevin heißen. Das hat natürlich nichts mit euch zu tun, ihr Kevins. So, okay, oh, hier ist ja noch eine Stumme, die können wir irgendwann mal anschließen, irgendwie. So. Zap. Siehst du, jetzt haben wir schon die 20. Haltestelle gerade gemacht. Und auf nach oben. 22. 23. Oh Gott, die Rentner lieben uns. Das ist nicht gut. Naja, 24 Haltestellen am Ende. Das ist okay. Damit kann ich leben. Das sind mehr als genug. So. Aber wir halten uns relativ vielen Prospekten, zumindest hier am Ende. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir genug Fahrzeuge parat kriegen. Ein wesentlicher Bestandteil von genug Fahrzeugen ist auch genug Geld. Darauf warte ich gerade, falls ihr euch fragt, warum macht der Otto denn jetzt nichts mehr. Lass uns gerade unsere Finanzen checken. Plus 11 Millionen. Fahrpreise sind relativ... Ja, da geht nochmal nach oben. Da geht noch was. Dann würde ich sagen, machen wir mal... Wo erreichen wir denn möglichst viele Gruppen? Hier mit dem Radio, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oder mit der Glotze. Nehmen. Naja, hier tut sich nichts mehr. Ist aber eher viel günstiger. Also machen wir Radiowerbung. Ein Jahr lang. Für 6 Millionen. So. Dann macht ihr mal Radiowerbung. Und mehr, das bringt kein Geld. Dann gibt's aber Stress. So. Ah, mir juckt das Ohr. Das kommt auch nicht häufig vor. Das reimt sich auch noch fast. Oh Gott. Verdammt mich. So. 2,25. Das ist relativ günstig. Ist gekauft. Und ist schon wieder gekauft. Das ist schon der 43. Wagen, den wir kaufen. Wir haben einen Firmenwert, der ist jenseits von Gut und Böse, glaube ich. Und ist schon wieder gekauft. Oh, wie beliebt wir gerade sind, das ist schon fast ekelhaft. Oh, jetzt ist es nicht mehr ekelhaft. Oh, jetzt ist es wieder relativ gut. Oh, jetzt ist es, oh, kann man nicht auch nicht mehr fahren. So, und einer geht noch, ne? So, im Idealfall geht noch einer, dann können wir nämlich schon anfangen. Na, das könnte knapp werden. Das hat gepasst. Okay. Dann warten wir immer hier auf den Wagen und ich würde sagen, nehmen wir diese Linie jetzt mal in Betrieb. Feierlich eröffnet, das bringt ein bisschen Knete. Wirklich beeindruckend. Eine Kleinigkeit für ihre Bemühungen. So. Ja, das könnte man jetzt auch gerne mal der Cash-Tabelle hier oben erzählen, dass ich gerade Geld eingenommen habe. Das wäre fair. Aber das ist ja anscheinend relativ egal. Na gut. Okay. Ja, das Gute an der U-Bahn ist natürlich, dass die vollkommen unabhängig von irgendwelchen Verkehrsunfällen oder Bränden ist, ne? Was wir eben da gesehen haben. Eine Straßenbahn wäre natürlich nicht mehr vorbeigekommen. Genauso wenig wie ein Bus. Und Umleitungen fahren die hier nicht. Deswegen würden die da wahrscheinlich Jahr und Tag vorstehen. Zum Beispiel vom brennenden Reifenhaufen in Springfield. Da wäre erstmal Ende im Gelände, ne? Kannst du mal wissen, Keule. So. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh, da stehen schon 3 jetzt wahrscheinlich in Kürze. Ne, es bleibt wohl. Ja, doch, 3. Immer wenn der hier ausfährt, dann schicken wir den neuen auf die Piste. Ne? Ja. Das sehe ich genauso. So. Ab dafür und der neue rein.
Ja, ich hoffe, wir werden nicht zu viele Agro-Leute sammeln, bis die Linie hier mal geschlossen ist. Das kann nämlich echt lange dauern. Also wir werden bestimmt 8-9 Wagen brauchen und sind jetzt beim zweiten. Und bestimmt so 2 Monate, bis es dann fertig ist. So, leg mal ein bisschen zu, Lotte, hier. Ist schon an der ersten Haltestelle jetzt. Mal gucken, wie viele springen rein. Uff. 11 Leute schon. Oh je. Und hier stehen auch schon 10. Ach du Scheiße. Na, auf der anderen Seite, guck dir mal an, wie die Linie hier verläuft, ne? Das ist schon nicht ohne. Die nimmt ordentlich was mit. Und guck mal, wie kommen sie angeströmt. Oh je. Bin froh, dass jetzt einer in die Gegenrichtung will, zumindest von hier aus. Das wäre sonst alles andere als gut. Boah, 27 Leute schon. Und das an der ersten Haltestelle. Leute, was geht hier ab? Oh. Er ist an der dritten Haltestelle und hat 55 Leute dabei. Was ist denn hier los, sag mal? Jetzt sind es nur 9, okay. Naja, aber er ist ja noch nicht da. Warten wir mal ab. Hier sind es auch schon wieder 7. Der wird ins... Oh, jetzt sind es schon 4 in die Gegenrichtung. Das ist nicht gut. Da ist ein Großmarkt. Ich fahre übrigens jetzt zur Metro in den nächsten Tagen. Ich weiß, es ist total spannend, aber ich bin da das erste Mal da. Ich bin mal gespannt. Also, das ist ja so ein richtiger Großmarkt, die Metro, ne? Deswegen, ich bin gespannt. So, der hat auch knapp 40 Leute dabei, wenn er hier losfährt. Das ist auch nicht von schlechten Eltern. So, wieder einen auf die Piste schicken und ein paar nachkaufen. Oh, wir haben nicht genügend Geld. Aber jetzt sind teurer geworden, die Scheißdinger. Eigentlich müsste man meinen, wenn man viel Nachfrage hat, wird es doch günstiger, wenn man entsprechend viel nachproduziert. Oh ja, der wird voll sein. In die Gegenrichtung warten inzwischen 12 Leute, das ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wo der erste Wagen ist und ich befürchte, er ist noch ziemlich weit weg, bevor er wieder hier sein wird. Ach, er ist gerade am Ende angekommen. Na, sieh mal einer an. Aber dann werden wir mit 6 Fahrzeugen wahrscheinlich eher weniger auskommen. So, da hat der ein oder andere gewartet, wie es aussieht. 83, 87, 89, 89 Leute. Oh je. Wie ist denn die nächste Haltestelle dann? Oh Gott, was haben wir hier gebaut, Leute? Das ist die Bandwurmlinie schlechthin, ey. So, wo ist der? Der ist so gut wie da. Der fährt noch. Okay. So, auch der hat wieder schon 40 Leute drin. Wo er gerade nur losfährt. Das ist, wo er gerade nur losfährt, genau. So, hier entleert sich gerade ein bisschen, um dann nochmal genauso viele mitzunehmen. Mensch, Mensch, Mensch. Boah, da ist viel los hier. Ist er fast voll. Und auch der wird wieder knapp 40 Leute dabei haben, wenn er hier ausfährt. Der ist so gut wie rappelvoll. Aber immerhin auch bald wieder da. Das würde ich sehr befürworten, weil hier schieben sie schon alle beleidigt ab. Die Omis, die haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Oh, ich habe fast vergessen, jetzt den Wagen loszuschicken. Okay. So, jetzt ist er eigentlich so gut wie voll. Da gehen auch 10 Leute rein und selbst dann stapeln die sich schon. Achso, irgendjemand hatte gefragt, ob ich da ein Tutorial zu machen kann, wie man diese Kapazität ändert. Das habe ich vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so gemacht gefühlt. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich habe mich sowieso gewundert, dass diese ganzen Änderungen noch berücksichtigt waren, nachdem ich es neu installiert hatte. Und ich würde es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen im Moment. Deswegen, also ich hätte es natürlich gemacht, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es geht und müsste mich da auch erst einlesen.
Und dazu ist es momentan ein bisschen eng mit der Zeit, ne? Weil merkt er ja eh schon, wie oft hier Videos kommen. Das ist ja auch nicht feierlich, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. So, da gehen jetzt immer noch 4 Leute rein, das ist natürlich nicht so viel. Der steht noch an der ersten Haltestelle. So. Okay, und ab dafür. Wo ist der? Ach, der ist ja fast da. Ah ja, ein Jahresbericht. Hervorragend und neutral wieder mal. Beförderte Passagiere 46.000. Oh, Netzabdeckung 49%. Gut. Sehr gut. So, wir dürften wahrscheinlich mit den Fahrzeugen, die wir hier noch übrig haben, auskommen. Ja. Na komm. Ja, aber 10 Fahrzeuge sind es dann doch geworden, tatsächlich. So, so. Wie viele stehen denn eigentlich hier in Gegenrichtung? 0, wie praktisch. Dann bräuchte der theoretisch eigentlich gar nicht halten. Naja. Doch müsste er wahrscheinlich, um die Leute rauszuwerfen, ne? Oh ja, sehr viele Leute rauszuwerfen. Aber klar, dass da keiner mit der U-Bahn hinfahren will, da kann es halt eigentlich auch laufen. Vor allem, wenn die so oft kommt. Zumindest in diese Richtung, muss man ja fairerweise dazu sagen. Aber Oma hier... Scaramouche. Oh, war der wow. Okay. So, dann... Ja, sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, würde ich sagen, ne? So, hier können wir eigentlich noch ein bisschen Netzabdeckung hinzimmern. Aber sonst... Ah, was ist denn hier los? Linie 2. Was denn? Die kriegst du doch im Leben nicht mehr alle weg. Wie soll denn das funktionieren? Leute! Leute! Wir brauchen mehr Fahrzeuge. 15 dürfen es schon sein. So, wo ist der gestartet? Ja, der hätte es ja halten können, der Spaten. Alter, was war da denn? Ey, 500 Leute, das kann nicht sein. Ne? Und hier 200. Guck mal hier, die stehen schon bis auf die Plattform hoch. So viel ist da los. Der kommt gar nicht, der kommt null hinterher, ne? Und jetzt kommt die 3 und trotzt wahrscheinlich noch mehr Leute hier rein, die zu 2 wollen. Guck sich das mal einer an, ey. Also die 3 kann auch noch gerne mehr Fahrzeuge vertragen. Da gehen wir, denke ich mal, bis auf 10 hoch. So, 10 Stück. Ey, das sind auch gerade noch 5 FPS, ne? Das ist Wahnsinn, allein wegen diesen ganzen Leuten. Unfassbar. Wahnsinn. Wahnsinn. Hm.
Das ist spannend, da auch zuzusehen, ne? Weil wir haben ja jetzt deutlich mehr Fahrzeuge eingesetzt und trotzdem kommt hier nichts an. Und hier 5 Leute oder so und hier, boah, 258. Die waren wahrscheinlich jetzt alle zur 3 rüber. Ja, geht. Ah, doch, doch, doch. Jetzt kommt die nächste 3, die ist eigentlich schon wieder voll, ne? Na, kommen wieder 160 Leute, die zur 3 wollen. Guck sich das mal einer an, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, ehrlich. Und wir haben jetzt 15 Fahrzeuge auf der 2, ne? Mit 26 Haltestellen, die ist ziemlich lang. Und trotzdem, trotz alledem, kommt, und hier, da sind schon 200 Leute drin. Wie soll das denn klappen? Hier, die stapeln sich schon. Quasi, ne? Hier, jetzt muss die 6 wieder warten, weil die 2 da noch steht. Das ist eigentlich schon scheiße, ehrlich gesagt. Aber inzwischen geht es anscheinend. Zumindest was die 3 betrifft. Das klappt, hat sich ja inzwischen relativ entspannt, aber die 2 ist immer noch, also das ist immer noch deutlich, deutlich zu viel. Aber da kommt immerhin was, wo jetzt nochmal 200 Leute reingehen. Immerhin, immerhin. Aber das sind trotzdem jetzt, also, guck dir das mal an, das ist doch eigentlich auch nur noch Pixelmatsche hier, ne? Kann ja auch noch näher rangehen. Ich glaube, das ist auch die größte Schwäche von dem Spiel, dass die Leute einfach viel zu sehr ausmodelliert sind. Klar, also man sieht nicht gerne Pixelmatsche, aber ne, ich bin schon der Meinung, dass man da hätte dann doch etwas mehr sparen können. Und da gehen nochmal 200 Leute rein. Ich glaube, so langsam kriegen wir es enttäddert hier. Ja, schau mal hier. Da löst sich doch der Knoten und der Knubbel und was auch immer. Ist natürlich doof, dass er dann hier eine knappe Woche steht, ne? Ja, jetzt wird's doch. So, das ist garantiert schlecht für unsere Bilanz, was wir jetzt hier an Fahrzeugen draufgeschmissen haben. Oh, es geht sogar noch. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. So, da müssen wir mal gucken, sind hier alle happy? Das sieht ganz gut aus. Oh, das ist aber zu viel hier. Fahrzeugwartung. Dann können wir noch die Haltestellenwartung ein bisschen hochsetzen. Damit auch die ganzen Rentner zufrieden werden. So, aber ich fürchte, diese ganzen Ströme hier an Leuten, die werden wir wohl nicht mehr bewältigt kriegen. Ne? Also das ist einfach, das liegt daran, dass das hier so die Umsteigestation schlechthin ist, wenn ich das richtig sehe. Auch wenn die eigentlich mitten in der Pampa liegt, ne? Aber trotzdem, du kommst ja natürlich im Prinzip. Eigentlich sind die 3 und die 2 ja mehr oder minder so eine Ringlinie, ne? An sich bilden die einen großen Ring. Weil du kommst wahrscheinlich von denen aus einfach echt gut überall hin. Das dürfte es wahrscheinlich sein. Was die so beliebt macht. Und die sind ja auch weit ab von diesem Punkt immer noch super gefüllt. Na, auch hier, ey. Guck dir das an. Ne? Wieder rappelvoll, das Ding. Und auch hier immer noch total voll. Hier stehen sie noch. Und hier stehen 111 Leute. Aber die warten hoffentlich auf die 4, ja. Ganz offensichtlich. So, das scheint aber hier zu funktionieren. Mit dem Parallelbetrieb der Fahrzeuge. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, was ist hier noch großartig los? Auch hier stehen noch ein paar Leute. Und hier sind schon 130 Leute drin. Der hat hier angefangen, ne? Also. Krass, 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 ey. Ah ja, hier verkehrt die 3 ja oberirdisch. Wenn ich könnte, auch überirdisch. Ne, selbst hier, wo die Haltestelle mitten eigentlich ja total scheiße erreichbar ist, ne, da rennen die Leute hin. Hier über die Bahntrasse.
Rennen die hier hoch. Homies und Opis. Wahnsinn. Ich weiß, ich sage in letzter Zeit sehr häufig Wahnsinn und wow und oh. Aber das ist ja schon, das ist schon echt eine Hausnummer hier. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was wir hier noch großartig bauen. Oder ob wir vielleicht an einer anderen Karte weiterbauen oder was auch immer. Denn so langsam, ne, Leute, ist hier eigentlich echt abgedeckt. Selbst mit diesen scheiß Bussen fahren sie hier, das gibt's ja nicht. Flumm. Da sind sie unhappy, aber der Bus kommt doch relativ häufig. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich glaube, die sind ja aus Prinzip unglücklich. Wir könnten natürlich einfach mal die Fahrzeuge modernisieren, glaube ich. 34 Leute. So. Das wird sich schon entheddern auf Dauer. Ja. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Das ist auch noch relativ... Naja, hier ist es schon angebunden. Ein Schmoddertank. So. Hä? Wir haben doch schon eine neue Linie gebaut. Ich hasse euch! Naja. Und auch hier ist was los. Wahnsinn, das hätte ich echt nicht gedacht, vor allem in diese Außenbezirke. Und die fährt ja erstmal einen riesen Umweg, die 5 hier, ne? Und dann hier irgendwann mal in den Tunnel zu fahren, um dann... Oh Gott, wie fährt sie denn jetzt weiter? Und dann hier in den Tunnel zu fahren und dann hier und hier und hier und da und hier. Das ist immer noch die 5, oh ja. Um dann hier zu enden. Und eigentlich hast du ja, so was diese eigentliche Distanz angeht hier, ne? Bist du ja viel weiter gefahren, als du Strecke zurückgelegt hast. Also, zeitlich gesehen, ne? Achso, die sollten wir vielleicht wieder in Betrieb nehmen, dann fahren doch Wagen. Ach, das gilt jetzt als neue Eröffnung? Oh. Okay. Von mir aus, mir soll es egal sein. Tja. Ich würde fast sagen, ihr könnt ja in die Kommentare mal schreiben, ob ihr hier noch was von sehen wollt und wenn ja, auf welcher Map. Und dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Und dann würde ich es für heute sein lassen, für heute gut sein lassen. Und würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und wenn es nicht Cities in Motion sein soll, dann halt hoffentlich bei Walking Dead. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und schließlich lieben auch die Aussteiger von St. Petersburg unsere Firma. Das muss einfach noch erwähnt werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.